BossKillsKillStream hier, welcome back, boys, zu einem neuen Video. Heute steht Brust an. Let's fucking go, Alter. Ich habe richtig Bock auf Brusttraining. Und um die, ihr merkt schon, ich habe schon ein bisschen Energie, weil wir hatten gerade Kohlenhydrate. Ich hatte einen Apfel und ein paar Reiswaffeln. Aber jetzt gibt es auch noch das. Also natürlich noch einen Isoclear dazu für die Proteins, aber als Kohlenhydratquelle hatten wir die. Und jetzt geben wir sogar noch einen Crank Energy, Alter. Das heißt, die Energie im Training wird brutal sein. Das Training wird richtig geil, Alter, auf Ansage. Was wir natürlich auch nicht wollen, Crank Pump Pro, ihr kennt ihn. Und man hätte sich auch denken können, ja, ich habe es fast verpennt, aber wir müssen uns noch umziehen, weil, Digga, was mache ich in einem fucking Polo? Ich kann sicher nicht Brust trainieren, Digga. Mache ich nicht. Aber wir haben hier in unserer tollen Tasche, die mir heute zweimal gerissen ist, also der Bändel, wo das angemacht ist, sind wir auf beiden Seiten gerissen, also wirklich, wirklich bodenlos. Haben wir aber hier trotzdem eine Hose, einen Tanktop und das Handtuch dabei. Das ist doch perfekt, jetzt müssen wir uns nur noch ausziehen. Ich weiß, das ist auch der Punkt, auf den ihr eh gewartet habt. Und hier seht ihr nochmal das Ding, was abgebrochen ist von der Tasche. Das ist richtig bodenlos, ist einfach abgebrochen. So cool, hab ich auch gedacht, Digga, ihr Wichser. Aber, naja, was soll's. Geld machen wir in die Tasche, weil ich habe da Rückgeld gekriegt. Ich habe mir vorher Wasser geholt. Ja, crazy, ne? Aber falls ihr, meine Lieben, falls ihr euch fragt, wieso ich so angezogen bin, wieso ich überhaupt mich irgendwie angezogen habe, ich gehe ja nur ins Gym. Nicht ganz. Ich gehe nämlich jetzt, ich habe jetzt das heute gemacht und das nehme ich an, werde ich wahrscheinlich so beibehalten, weil es richtig gut war und richtig gut funktioniert hat auch. Habe ich jetzt, was ich heute gemacht habe, ist, ich bin aufgestanden, habe ich also ready gemacht, Kaffee getrunken, bla bla bla. Aber statt dann Cardio zu machen, was ich ja jeden Morgen mache, auf dem Laufband, habe ich mich dafür entschieden, ey Alter, ich laufe einfach in die nächste Stadt. Also ich wohne ja auf dem Dorf, für die, die es nicht wissen. Und ich laufe jetzt einmal in die Stadt. So, das ist ein 1,5 Stunden Weg, 250 Höhenmeter, die da dabei sind, was absolut Pain ist, aber naja, auf jeden Fall gut für Cardio. Und ich mache das jetzt, aber ich laufe jetzt einfach am Morgen in die Stadt und dann setze ich mich in den Kaffee und arbeite dort. Gesagt, getan, deswegen bin ich auch ein bisschen anständig angezogen, weil ja, ein bisschen, man wird halt das, was ja offensichtlich ist und ich auch nicht was, was Schlechtes darstelle, was halt einfach ein Fakt ist, ist, man wird anders behandelt, wie man sich anzieht. Und ich einfach selber laufe lieber rum anständig angezogen und ich genieße es auch, so anständig behandelt zu werden, weil wenn jemand mit dem Tanktop rumläuft, vor allem wenn man nicht breit ist, ist es natürlich dann nochmal schlimmer, wenn man einfach als eher nicht so hoch in der Gesellschaft angesehen, eher so als Pennermäßig, und das ist halt einfach immer nicht cool, so habe ich einfach selber keinen Bock drauf. Und ihr könnt jetzt natürlich schon sagen, so, das ist nicht fair, das ist nicht gut und jeder Mensch ist gleich viel wert und halt einfach eure Fresse. Ich sag nicht, ein Mensch ist weniger wert, weil er einen fucking Tanktop hat. Ich sag einfach, von der Gesellschaft her ist es normal und ist es so, und das können ja auch alle nicht ändern, dass man anders behandelt wird von der Art, wie man sich anzieht. Und da könnt ihr jetzt mitspielen oder könnt ihr euch dagegen stellen. Nein, das kriegt ihr einfach nur auf die Fresse und ihr merkt, dass es halt einfach so ist. Das gleiche mit einer Uhr oder so. Und das ist eine fucking 35 Euro Casio-Uhr. Also, braucht nicht mal Geld, dieses Tanktop hat irgendwie 10 Euro gekostet, ich weiß es auch nicht, oder 20. Also es ist wirklich nicht der finanzielle Aspekt, der da wirklich was ausmacht, sondern der, wie man sich anzieht vom Ding her. Aber ja, das ist ein Punkt, den ich kurz sagen wollte. Jetzt sind wir umgezogen, haben wir Tanktop an, weil ich sage ja, ich bin gerne auch im Tanktop unterwegs eigentlich. Mache ich auch ab und zu, wenn ich mich nicht juckt, Digga, Bruder, dann gehe ich auch im Tanktop. Fahre ich mit dem Zug irgendwie nach Deutschland, Polen, wo immer ich halt hinfahre, oder fliege nach Thailand. Von Thailand zurückgeflogen bin ich im Tanktop, weil ich aber keinen Bock hatte, nicht im Tanktop zu gehen. Das ist einfach so ein Ding, man kann es selber entscheiden. Aber ich entscheide mich in den meisten Fällen dazu, mich anständig anzuziehen. Aber hier haben wir Crank Energy und das Ding. So geil, Alter, so geil. Und by the way, Leute, wir sind heute mit einem Tiefsgewicht aufgewacht, nämlich 72, lass mich nicht lügen, 3? Ja, ich glaube, wirklich 72,3, 0,9 Kilo
leichter als gestern, falls ihr das aktuelle Gewicht immer sehen wollt. Könnt ihr auch immer in die Beschreibung gucken vom Video. Da schreibe ich immer das Gewicht von dem Tag auf. Und falls ihr jeden Morgen einen Formcheck sehen wollt, dann könnt ihr auf Insta reinfolgen, weil da starte ich jeden Morgen mit der Story rein, wo ich einfach eine Grundstellung mache und das aktuelle Gewicht aufschreibe. Einfach so, weil ich das cool finde, so, wenn ihr das mitverfolgen könnt. Aber sonst steht es auch immer in der Beschreibung von dem Video hier drin. Also von den ganzen Videos steht immer morgen Fasted-Gewicht, halt, oh, bevor ich irgendwas gegessen oder getrunken habe. Nach dem Pissen am Morgen. Ja, genau. Aber jetzt brauchen wir Crank Pump Pro. Alter, das Zeug ist geil, ne? Ich bin so froh darum, vor allem, weil wir ja ziemlich wenig Kohlenhydrate im Moment haben. Dann nochmal da den Pump sowas von abzugraden. Das ist geil. Würde ich euch empfehlen. Holt euch einen geilen Pump Booster. Ich kann euch Crank Pump Pro von ASN empfehlen. Mit dem Code Jeremy kriegt ihr darauf auch ab Mittwoch 18.20 Uhr Rabatt. Weil es gibt ab Mittwoch 18.20 Uhr auf alles. Auf jeden Fall eine geile Aktion, die man sich gut mitnehmen kann, würde ich mal behaupten. Aber ja, jetzt gibt es einen dicken, fetten, lecker Schmecker Scooby Doopy. Oh. Alter, ich habe mich fast verschluckt, Digga, was eine Scheiße. Also ich habe mich verschluckt, habe ich eigentlich fast übergeben, das wollte ich eigentlich sagen. Bruder, das wäre bodenlos gewesen, sage ich euch ganz ehrlich. Noch einer. Geil, Alter. Geil. Crank Pump Pro drin. Jetzt noch ein bisschen Crank Energy. Digga, mein Handy hat noch 6% Akku, wollt ihr mich alle verarschen, Digga. Oh, ich hasse es, aber wieso geht die Scheiße so schnell leer? Weil, Digga, das ist ehrlich ein Ding, was mich abfuckt. Ich habe ja nicht irgendein fucking altes Handy. Und ich habe das Handy mit dem angeblich besten Akku. Heute Morgen in der Früh, wo ich aufgestanden bin, um 9 Uhr. 9 Uhr. Hat das Ding 100%. Voll aufgeladen. Über die Nacht geladen, voll. Um fucking... Ups. Um fucking 1 Uhr waren wir bei 3% Akku. Digga, 10, 11, 12, 1. Das sind 4 Stunden. Und die 4 Stunden war ich nicht mal dran. Ich war da von, keine Ahnung, wie will ich dran war. Ja, schon ein bisschen, weil wir am Laufen haben wir da Podcasts etc. reingezogen. Aber, Digga, das ist, ehrlich, wie lange war ich dran? Wahrscheinlich 2 Stunden oder so. Und das Ding ist leer. Ich habe es jetzt nochmal aufgeladen, weil ich war ja im Kaffeeladen, haben wir da einen Kaffee gezogen und eben da gearbeitet. Und da habe ich das dann, wie gesagt, aufgeladen. Nochmal an meinem Laptop. Aber jetzt ist es wieder fast leer. Aber Dicker, wie kann das so schnell leer gehen? Das ist so eine Scheiße. Also wirklich, das ist ein halbes Jahr all dieses Drecksding, ne? Um genau zu sein, 154 Tage. Ich habe letztens, oder 134. Eins von beiden. Aber es ist wirklich, Bruder. Naja, was soll's. Ah, genau, was ich aber sagen wollte, ist, ich nehme heute einen Day in a Life auf für mein Projekt, wo ich euch schon ein paar Mal so ein bisschen geteasert habe, wo ich schon ein paar Mal gesagt habe, Alter, da kommt was Geisteskrankes auf euch zu. Und dafür nehme ich jetzt kurz noch einen Clip auf, damit wir das haben. Bam! Okay, wir haben den Clip. Auf jeden Fall ist das Projekt, ich veröffentliche das jetzt, ich leak das jetzt, ich sag's euch jetzt, es ist finally raus. Das Projekt ist eine fucking Clothing Brand. Digga! Jetzt ist raus, ich bin da schon seit, Digga, wie lange bin ich da schon dran? Ein Dreivierteljahr oder so bin ich da dran. Mal weniger Zeit investiert, mal mehr Zeit investiert. In letzter Zeit wirklich unglaublich viel Zeit da reingesteckt. Wirklich viel, auch Herzblut und Liebe und alles. Das ist wirklich krass, was jetzt da schon steht und wie viel das auch braucht, so im Backend. Wie viel das da machen, das ist allein schon diese legale Scheiße mit Steuern etc. Und ich habe mir auch überlegt, aber die kommen dann Steuern zu hinterziehen und so, mir juckt's, aber Deutschland, die Schweiz und alle würden mich so ficken, das ist nicht cool. Aber da also habe ich jetzt irgendwie eine legale Lösung gefunden, Digga, das ist so mühsam, ich laber euch mit der ganzen Scheiße nicht voll, weil ihr nach fucking 3 Sekunden euch denkt, Digga, was sind diese Behörden, was für Hurensöhne sind das? Aber ja, es ist auf jeden Fall crazy, was da steuerlich ist und so, aber egal. Das ist eigentlich gar nicht, was ich sagen wollte, sondern, Leute, ich muss den Crank Pump Pro reintun. Sondern ich wollte sagen, wir sind da schon an einem wirklich weiten Punkt und ich starte jetzt die ganzen Social Media Accounts für
die Brand bzw. den Insta-Account starten wir. YouTube-weise werde ich mir wahrscheinlich keinen einzelnen Brand-Account machen, aber ich werde euch dann auch hier auf YouTube darüber ein bisschen erzählen, erklären und so. Der Name ist, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. notvegan.de beziehungsweise .de, die Domain, die ist noch ein bisschen, habe ich noch ein kleines Problem mit. Ab dem 6. nächsten Monat haben wir dann die notvegan.de Domain, da ist noch ein bisschen, wie gesagt, ist extrem kompliziert das Ganze, der ganze Scheiß, aber notvegan.de, wir haben auch notvegan.co, wir haben ganz viele Domains, wir haben ganz viel Scheiß, es ist wirklich geisteskrank und dieser Social Media Account startet nämlich jetzt mit dem Video, ich nehme nämlich heute einen What I Do in a Life als 16-jähriger Brand Owner bzw. einer, der sich eine Brand aufbaut. Also da auf jeden Fall reinfolgen. Insta-Account notvegan.de, also alles zusammengeschrieben. notvegan.de Ist auch in der Beschreibung gelinkt. Alter, ihr könnt euch da wirklich auf geile Sachen freuen. Da zeige ich auch, wie mein ganzer Tag aussieht. Ich habe meinen ganzen Tag so ein bisschen gevloggt, kommt ein Voice-Over drüber. Alter, das ist wirklich, boah, ich bin da so gehypt, ne? Ich habe da richtig Bock drauf. Es ist wirklich, wirklich wieder so ein richtiges Herzensprojekt, wo so richtig Herzblut drin steckt, wo ich auch so richtig dafür brenne und nicht was ist, wo ich so, wie sage ich das jetzt, ohne es irgendwie beschissen zu sagen. Es ist nicht etwas, wo ich mir denke, ah, das ist gut und so, ja, das promote ich, stehe ich dahinter, ist okay. Sondern selbst, wo ich sage, Alter, das ist verfickt nochmal geil, ich brenne dafür, nicht vegan, Digga, es geht. Es ist einfach Liebe. Es ist natürlich kein Hass gegen Veganer, weil Veganer sind lieb und toll und so, aber ist auch nicht so ganz veganer. Ihr wisst, was ich meine, Digga. Ich glaube, man merkt meine Euphorie alleine schon da. Ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich alleine einfach darüber rede, weil ich so. Boah, ich bin so mit meinem kompletten Herz in diesem Projekt da drin. Das ist wirklich richtig geil und es. Boah, Alter, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich habe voll die Gänsehaut. Es ist. Ich freue mich immer so, dass ich das euch auch endlich mal gesagt habe, auch endlich mal öffentlich darüber rede, weil ich habe es bis jetzt eigentlich noch niemandem gesagt. Leute, die es bis jetzt wissen, sind mein Backend-Partner. Also, weil da muss man ganz viel, das Ganze ist kompliziert, wie gesagt, ich glaube euch damit nicht voll. Meine Eltern, Robin und Manuel Haas. Das sind die Leute, die es wissen, sonst weiß es bis jetzt noch niemand. Beziehungsweise jetzt wisst ihr es, ihr seid die Wahren. Aber sonst habe ich das noch niemandem gesagt, noch nie, nicht mal irgendwie, keine Ahnung, niemand hat da irgendwas gewusst, aber jetzt, Alter, ist auch, dass ich dieses Geheimnis endlich lüfte, Digga, ist crazy. Boah, ich bin gehypt, Digga, das war ein guter Start fürs Training, jetzt geht's nämlich rein mit, bam, Brust, Digga. Hier sind wir, obere Brust machen wir zuerst mit einer Inclined Chest Press hier. Das erste Übung, die wir machen, hier haben wir zwei Sätze. Und ja, viel muss ich, glaube ich, da nicht dazu sagen. Sie ist halt eine sehr starke Incline Press. Also wenn ich hier meinen Rücken komplett hier lassen würde und hinten drin setze, dann habe ich auch schon einen guten Teil Schulter mit dabei, weil die halt, ihr werdet es sehen, haben Bewegungsradius. Also Bewegungsradius, egal, Bewegungsprofil, wie sich die Maschine halt bewegt. Darum sitzen wir ein bisschen weiter vorne, also nicht ganz hinten, sondern ein bisschen weiter vorne. Und machen auch so eine Art bisschen ein Hohlkreuz, dass wir wirklich nur die obere Brust treffen und nicht noch die vordere Schulter. Weil wenn wir so machen, dann trainieren wir die vordere Schulter. Wenn wir so machen, trainieren wir die obere Brust, so die mittlere, untere. Und wir wollen nur die obere Brust trainieren und nicht noch die Schulter mit trainieren. Okay. Da. Nein, Digga, let's fucking go, das war gut, Alter. Ah.
Okay. Oh. Alter. Oh. Das Shit war heavy. Heavy geil, Alter. Ungelogen richtig gut, Digga. Alter, geil, meine Fresse. Sehr geil, Digga. Das ist sehr gut, ich liebe diese Maschine, das ist so geil, weil man ist halt, ihr seht, wie weit weg man startet und ihr seht auch dieses Konvergierende von außen nach innen. Richtig geil. Aber auch hier, falls ihr euch fragt, nee, wir haben keinen Aufwärmsatz gemacht, weil die Brust ist schon warm von der oberen Brust, also vom oberen Brusttraining mit der Inclined. Müssen wir uns für die Decline nicht extra noch aufwärmen. So, jetzt haben wir sie euch hingekriegt. Ja, das ist hier eine geile Übung. Also wie gesagt, ich würde jedem empfehlen, der diese Maschine hat von Hammer Strength, diese ISU Lateral White Chest. Hammer Strength Brustpresse, wie immer das Ding heißt. Also hier steht das. Darum. Sollte die machen. Aber was ich auch noch empfehlen würde, ist bei den meisten ist untere Brust stärker als obere Brust. Da sollten eigentlich so gut wie alle mit oberer Brust reinstarten. Und auch wenn es bei euch nicht so ist, macht es trotzdem mehr Sinn, mit oberer Brust reinzustarten. Für die allermeisten. Natürlich gibt es spezifische Fälle, wo die untere Brust einfach viel schwächer ist als die obere. Aber in den allermeisten 95% würde ich sagen, soll mit oberer Brust reinstarten, wie ich, mit einer Inclined, dann mit einer Decline und dann Fleiß. Also ganz basic, das gleiche, was wir jetzt machen. Ich kann jedem empfehlen, Brusttraining ist extrem unkompliziert. So. Okay, come on. No fucking excuses. Wie schon vorher gesagt, Fleiß ist die dritte Übung dieser Konstellation, die wir eigentlich immer anwenden bei Brusttraining. Obere, untere, Fleiß. Das ist eigentlich dieses Dreier-Kombo, die ist so gut wie jeder, beziehungsweise eigentlich jeden, den ich kenne, der Brust, also der Brust, Digga, jeder trainiert Brust, der trainiert, macht eigentlich diese Brust-Kombo. Weil es wirklich einfach effizient ist und zu viel Volumen nichts bringt und man somit halt einfach alles trifft, was man treffen muss. Ist eigentlich ganz simpel, ist eigentlich ganz gut. Also ist wirklich, ja, genau das, was ich auch empfehlen würde. Hier machen wir die aber an den Nautilus. Falls ihr euch fragt, wieso wir die an den Nautilus machen, das ist, weil wir haben hier die Griffe nicht in der Hand, sondern am Ellbogen. Und wenn ich die normale mache, die Life Fitness, die es daneben hat, wo man die Griffe, also wie eine normale, die ihr alle kennt, mit den Griffen in der Hand, ist das in meinen Schultern beschissen. Irgendwie, keine Ahnung, meine Schultern kommen da nicht drauf klar, funktionieren nicht richtig. Dann machen wir das, was einiges gelenkfreundlicher ist. Ja, mehr Erklärung hast du dazu nicht, das reicht eigentlich schon. Das ist eigentlich schon ein ziemlich guter Grund, dass wir unsere Gelenke nicht kaputt machen. Würde ich sagen, das wäre nett. Mm.
Okay, das ist gut. Wir haben auch noch ein paar gute Partials rausgehauen. Also das ist gut, das passt. Wir sind durch. Brust ist, sieht es nicht mehr so hier. Der Pump ist so krass, dass ich nicht mehr richtig mehr meine Titten wackeln kann. Egal. Pump ist wirklich, Digga, gebt euch das mal. Gib schon mal, guck mal. Bäm, Alter. Dieser Tittenpump ist einfach massiv, Alter. Das Fett ist geil. Und das gucken wir uns jetzt nämlich auch gleich an. In einem kleinen Pump-Check. Let's go. Falls ihr aber jetzt fragt, ey, wieso machst du nur Brust? Hä, hast du nicht da noch mehr aus Brust? Ja, habe ich. Aber ich habe mich dafür entschieden, dieses Video ein bisschen kürzer zu halten und immer nur so einen Teil vom Training euch mitzunehmen. Zum Beispiel jetzt heute Brust und dann irgendwie morgen machen wir ja Pull. Nämlich morgen entweder, sage ich, ich mache Rücken oder Schultern, Bizeps oder so. So irgendwie die Hälfte vom Training, weil ich finde, Videos werden sonst zu lang. Weil ich labere ja auch noch gerne, ihr habt auch noch gemerkt, vor dem Training habe ich eigentlich gelabert und ja, ich kann schon jeden verstehen, der sagt so, Alter, eine Stunde Video gebe ich mir nicht. Darum halten wir das Ganze ein bisschen kürzer, ein bisschen simpler und ich filme ungefähr die Hälfte vom Training ab. Jetzt da ist ein bisschen weniger, weil ich habe irgendwie 7 Übungen oder so und wir haben 3 abgefilmt, also eine weniger als die Hälfte, aber es passt. Aber jetzt geht es in den Pumpcheck, Alter, ich will diesen Tittenpump hier. Ja, man sieht das, oder? Ich will das sehen, Digga. Wow, hier sind einfach irgendwelche Fahrräder gespawnt in meinem Posingraum, Digga. Das ist crazy. Aber jetzt geht's ans Posing ran, Digga. Let's fucking go. Wir haben hier so dieses naturale Licht. Eigentlich ist es ja schlecht, aber irgendwie finde ich es trotzdem geil. Es hat was. Zum Beispiel Striations oder so. Bruder, Alter, ist das geisteskrank, meine Schulter. Digga. Das ist ja crazy. Nee, for real, ist wirklich krank, Digga. An der Schule ist das was, Bruder. So, das ist wirklich wild, Alter. Kann man mir sagen, könnt ihr mir sagen, Alter, was ihr wollt. So, Physikcheck in Naturallicht. Digga, ich sehe es auf dem Display nicht. Ich sehe das, habe ich so einen kleinen Display auf der Kamera. Gucke ich rein, ob ich eben im Bild bin und so. Jetzt. Bam, Alter, das sieht krank aus. Jetzt. Titten. Also, ich muss, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Können wir das. Ich kann das nicht anders aussehen. Ich glaube, ich brauche langsam einen BH, Digga. Solche fetten Honka-Monkas. Oh. Auch die Bauchmuskeln, langsam die Physik. Alter, langsam werden wir wirklich lean, ne? Sie haben hier schon noch was. Auf jeden Fall, aber... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und die Titten, waren wir in der Sidechest? Ja, also Titten ist bei mir keine Stärke. Brust allgemein. Oh, diese Striations, Alter. Ist geil. Alter. Wir haben zwar jetzt nicht so viel eigentlich vom Pump, wo ich so überzeugt bin. Der Pump ist okay, ist nicht schlecht. Aber wovon ich überzeugt bin, ist die Physik allgemein langsam. Auch dieser Arm. Seht ihr diese Definition, die wir drin haben? Also man merkt halt wirklich, die Diät langsam wirklich krass, ne? Machen wir noch eine Grundstellung. Schon geil. Ja, seit ich hier muss ich auf jeden Fall noch üben, Alter. Aber auch der Rücken, Trizeps einfach so. Ihr wisst, was ich meine. Ich find's gerade richtig geil. Die Physik. Allein das. Wie krass das aussieht, Digga, mein Arm. Digga, das ist Freude, wenn man in den Spiegel guckt und es gut aussieht. Aber ich würde sagen,
Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr habt jetzt. Und ich wünsche euch allen, genau so einen fetten Titimitti-Pump, richtige Honka-Monkas bekommt und in eurem nächsten Training richtig die Dinger aufgebläht sind. So richtig so. Pssch. Das ist, was ich meine, Digga. Aber das war's von mir. Sie sagen Peace out, haut rein. Wir sehen uns morgen. Ey, jetzt habe ich Peace out schon gesagt. Ich muss Peace out. Nochmal. Peace out. Thank you.